Wie funktioniert Bevorratung? Der Supermarkt um die Ecke, der Imbiss in der Innenstadt, der Kiosk direkt gegenüber. Essen und Trinken scheint in Deutschland rund um die Uhr verfügbar zu sein. Doch was ist, wenn ein schwerer Sturm aufzieht oder starke Schneefälle die Lebensmittellieferung verzögern? Oder wenn der Strom ausfällt? Ein Vorrat an Lebensmitteln und Getränken kann in diesen und vielen anderen Situationen hilfreich sein. Auch im Alltag, zum Beispiel wenn Sie mit einer Erkrankung im Bett liegen, überraschend Besuch vor der Tür steht oder der eng getaktete Arbeitstag wenig Zeit zum Einkaufen oder Kochen lässt. Doch was gehört alles in einen Vorrat? Und wie kann verhindert werden, dass Lebensmittel verderben? Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihren Vorrat sinnvoll zusammenstellen und pflegen können. Tipp Nummer 1. Alles Schritt für Schritt. Gute Bevorratung ähnelt eher einem Marathon als einem Sprint. Legen Sie Ihren Vorrat nach und nach an. Ob Mineralwasser, Käse, Hülsenfrüchte oder Pasta. Kaufen Sie bei Ihren nächsten Einkäufen immer eine Flasche oder Packung mehr als üblich und statten Sie sich somit Stück für Stück mit einem Vorrat an Getränken und Lebensmitteln aus. Wenn Sie eine Packung verbrauchen, besorgen Sie beim nächsten Einkauf Nachschub und füllen Sie die Reserve dadurch wieder auf. Achten Sie darauf, neue Produkte hinten im Schrank einzusortieren, damit Sie ältere zuerst verbrauchen. Auf diese Weise wälzen Sie die Vorräte und verhindern, dass Lebensmittel ablaufen oder verderben. Tipp Nummer 2. In den Alltag integrieren. Ihr Vorrat gehört auf den Speiseplan, nicht in die hinterste Ecke. Verbrauchen Sie gelagerte Lebensmittel und Getränke regelmäßig und füllen Sie sie wieder auf. Prüfen Sie außerdem Ihre Essgewohnheiten. Gibt es Produkte, die Sie gern frisch essen, die auch konserviert erhältlich sind? Testen Sie haltbare Alternativen und streuen Sie diese gelegentlich in Ihren Speiseplan ein. So bleibt Ihr Vorrat nachhaltig und lebendig. Tipp Nummer 3. Die Mischung macht. Achten Sie darauf, wie Ihr Vorrat zusammengesetzt ist. Es sollten nur Produkte enthalten sein, die Sie mögen und vertragen. Besonders wichtig sind Produkte, die ohne Kühlung länger haltbar sind. Und solche, die Sie notfalls kalt essen können. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie Lebensmittel selbst länger haltbar machen. Dazu gibt es verschiedene Methoden wie Dörren, Einkochen oder Vakuumieren. Kochen Sie im Alltag einfach die doppelte Portion und machen Sie den Überschuss für Ihren Vorrat haltbar. Dann haben Sie jederzeit eine fertige Mahlzeit griffbereit. Doch geschickte Bevorratung macht nicht bei Essen und Trinken Halt. Eine gut sortierte Hausapotheke sowie Hygieneartikel gehören auch dazu. Unter notfallvorsorge-bbk.de finden Sie weitere Tipps und Checklisten, damit Sie für alle Fälle vorbereitet sind.